Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das Geschäft mit dem Glücksspiel ist in der Tat ein riesiger Markt. Und ich finde, es ist wirklich schon leicht zum Quietschen, dass die FDP nun sozusagen die Angst vor dem Markt entdeckt. Das finde ich ist bemerkenswert. Immerhin. Naja, aber Sie wollen ja nur den Trick machen. Sie wollen ja mehr Markt zulassen, um gleichzeitig trickreich den Markt zu regulieren. Auch das ist eine neue FDP. Auch das ist eine neue FDP-Variante, was ich ganz interessant finde. Wie? Ja, wenn Sie alle durcheinander reden, kann ich nichts verstehen. Gut, aber ich will mal so sagen, das Problem dabei ist doch eigentlich, wir stehen eigentlich vor den Trümmern jeglicher Art von Regulierung, jeglicher Art von positiven Einflussnahme auf Glücksspiele, auf Spielsucht. Ich glaube, das kann niemand abstreiten. Der Kollege von der SPD hat vorhin gesagt, ja, Spielerschutz, aber Spielerschutz. Also ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgesucht. 2014 geht man davon aus, dass die Spieler in Deutschland 10 Milliarden Euro Spielverluste gemacht haben. In einem Jahr deutsche Spieler in Deutschland 10 Millionen Euro Spielverluste gemacht haben. Ich finde, das ist eine unglaubliche Zahl, die da zutage tritt. Und wir haben ja das auch schon mit unserem eigenen Casino verglichen, schon mal bei einer letzten Diskussion. Die staatlichen Casinos würden Spielerverluste nur noch von 500 Millionen in Deutschland einbringen. Also das heißt, Casinos sind einfach out. Das haben wir hier in Bremen auch erlebt, leider, tödlichen leider mit unserem eigenen, weil es uns Mittel für andere Bereiche weggenommen hat. Auch im Grunde genommen die Sportwetten haben offensichtlicherweise und dann noch die Sport-Online-Wetten haben unglaublich zugenommen. Leute, die das professionell machen, haben mal festgestellt, dass man im Mitte 2015, dass man am Computer sozusagen auf sag und schreibe an einem Tag auf 21.847 Sportereignisse wetten konnte. 21.000 Ereignisse im Sport. Also, und das weltweit sozusagen. Von dem PC aus, wo man sagen muss, also da Regulierung funktioniert da eigentlich überhaupt nicht. Die machen, was sie wollen. Und man muss auch dazu feststellen, auch in unserer Gesellschaft, es ist ja nicht so, dass dieses Spielen, es gab, glaube ich, so ist zumindest meine Empfindung, will ich mal sagen, eine Zeit lang, da war das Zocken oder so einfach auch mehr gesellschaftlich in Frage gestellt. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so, immer so ein schönes Beispiel. Gerade bei den Sportwetten ist es so, da gibt es natürlich auch Sponsoren auch von bekannten öffentlichen Personen. Eine zum Beispiel, Zitat, wird dann gesagt, Sportwetten sind schon seit längerer Zeit ein natürlicher Partner des Sports. Es macht Spaß, es gehört einfach dazu. Es ist wahnsinnig populär, auch in allen Bevölkerungsschichten. Das sagt Oliver Kahn, der offensichtlicherweise sein Geld nämlich nicht nur mit der Fernsehberichterstattung im ZDF als Fußballexperte verdient, sondern er ist auch Werbeträger für die Firma Tipico, einer der ganz großen Glücksspielkonzerne, deren Firmensitz in Malta liegt. Also auch da sieht man, oder anderes Beispiel, das hatte ich auch mal selber ausprobiert. Man kann also auf die Homepage von Bayern München gehen und kommt dann von der Homepage von Bayern München ohne Umstände sozusagen auf Online-Wettenangeboten der verschiedensten Kollegen. Also von daher muss man sagen, ich glaube, das funktioniert überhaupt nicht. Neulich, wir hatten ja schon mal den Tagesordnungspunkt auf der Sitzung gehabt. Zum gleichen Tag fand ich sehr, sehr interessant, gab es in Deutschland Radio Kultur eine anderthalbstündige Sendung über das Geschäft mit dem Glücksspiel. Und die haben im Grunde genommen ganz deutlich gesagt,
Das staatliche Glücksspielmonopol ist durchlöchert. Immer mehr Menschen zocken im Internet. Private Anbieter aus dem In- und Ausland drängen auf legalen und illegalen Wegen ins Geschäft. Und Lobbyisten helfen, die Geldmaschine Glücksspiel immer wieder in Schwung zu bringen. Das heißt, ich glaube, was der FDP-Antrag hier eingebracht hat, ist natürlich ein Stück weit zu sagen, okay, da ist ein Feld, wo wir unbedingt was tun müssen. Wir müssten eigentlich den Glücksspielstaatsvertrag anpacken. Wir müssten ihn irgendwie verändern. Wir müssten vielleicht dann doch mal probieren, ob wir da nicht doch etwas für die Spieler und dementsprechend gegen die Spielsucht tun können. Ich glaube, der FDP-Antrag ist ein erster Anfang. Auch der bisherige Glücksspielstaatsvertrag, den wir haben, ist ja so, der muss wiederum einer Evaluierung unterliegen. Die soll bis zum 1.7.2017, ja, ich glaube 2017, erfolgen. Von daher denke ich, der FDP-Antrag kommt ein bisschen zu früh. Und von daher werden wir den auch ablehnen und werden sagen, es besteht Handlungsbedarf, aber noch nicht jetzt.